Hallo meine Lieben, ich freue mich wieder ganz, ganz herzlich, euch hier begrüßen zu dürfen und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und für jeden, der ja auch willkommt, neu dazukommt auf diesen Kanal, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, danke, danke. So, dann die liebe Asra hat heute Geburtstag, habe ich in den Kommentaren gelesen. Liebe Asra, von ganzem Herzen meinen allerherzlichsten Glückwunsch zu deinem Geburtstag und endlich viel Gesundheit, alles Glück der Welt und mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Lass dich feiern, genieß deinen Tag. So, danke nochmal für eure Kommentare von heute Morgen wieder. Das ist so wunderschön. Und ich hatte dann später noch einen Kaffee gehabt, den habe ich mir auch gemacht und habe ihn natürlich genossen. Ja, meine gute Laune und meine Energie. Ja, ich freue mich auf jeden neuen Tag. Wenn ich morgens aufstehe, egal was ist, ich mache mir keine Gedanken. Oh mein Gott, jetzt ist der Tag total mies, ich bin noch müde oder irgendwas. Nein, ich sage, hey, neuer Tag und ich freue mich auf den neuen Tag. Und ich sage, ja, auch wenn ich jetzt müde bin, ich kann es ja trotzdem nicht ändern, ne? Der Tag beginnt und ich habe meine Aufgaben für den ganzen Tag. Ich freue mich drauf, auf jedes einzelne Reading auch. Ich bin dann richtig voller Freude auch, wenn ich dich kennenlernen darf oder wenn es auch diese Beständigkeit auch schon ist, ne? Also der Stamm, einfach diese Stamm. Klienten, die ich habe, die immer wieder den Weg zu mir wählen und wo dann auch diese Vertrautheit auch nochmal da ist und diese Verbindung auch. Es ist so wunderschön. Danke, dass ich an eurem Leben teilhaben darf, dass ihr mich teilhaben lasst und danke auch an alle für euer Vertrauen, das ihr mir schenkt, hier auf dem Kanal und auch in den persönlichen Readings. Vielen, vielen Dank. Ja, und wie gesagt, da bin ich immer gut drauf, gut gelaunt. Es ist nicht immer alles rosarot bei mir, ne? Es gibt es nicht. Aber ich nehme alles, auch wenn was unangenehm ist, sage ich, hey, Moment. Dann gehe ich in die Innenschau und sage mir auch, woran liegt es? Was habe ich, wo habe ich irgendwie einen Fehler im System drin? Was habe ich vielleicht vernachlässigt? Oder wo habe ich mich vielleicht von was anderem zu sehr mitziehen lassen? Und war in diesem Fluss vielleicht zu stark mit drin gewesen und daran kann ich arbeiten. Und da heißt es immer, dieses Aufwachen auf sich selbst eben auch mit schauen, was liegt es hier wirklich? Oder ist es eine Situation, wo man sagt, hey, ich habe da einen Fehler im System, ne? Da ist irgendwas schiefgelaufen, weil es ist ja, wir affirmieren nonstop, ob wir es wollen oder nicht. Ungewollt, den ganzen Tag. Und da, ja. Aber die gute Laune ist trotzdem so toll, super, ne? Einfach, wie man das auch immer betrachtet, es kommt immer darauf an, von welcher Seite man das Ganze immer auch anschaut und wie man sich da auch reinziehen lässt, ne? So, jetzt habe ich mal wieder ganz schön viel gequatscht. Wir haben ja heute Freitag und Aufnahme läuft, genau, Ton läuft auch. Oh, die Sicherheitskontrolle immer. Ich muss mich da immer dran erinnern. Okay, so, dann schauen wir doch mal. Ach so, die Frage, die wollte ich eigentlich noch sagen. Was dein Gegenüber dir sagen möchte, was er dir sagen möchte, wir schauen jetzt rein, kollektiv, wir greifen die Energie vom Jetzt. Ihr wisst, allgemeine Legungen können nicht für jeden zutreffen, aber der ein oder andere Hinweis ist dabei, bestimmt. Na? Und auch die Personenkarten sind geschlechterneutral. Das ist dein Gegenüber, männlich wie auch weiblich. Und wir schauen, ich brauche erstmal den Schwung. Jetzt. Der Schwung war dabei. Habt ihr es gesehen? Okay, was möchte dein Gegenüber dir sagen? Ihr wisst ja, manche Menschen können nicht reden, sondern verschließen sich eher. Und ja, trauen sich auch nicht. Ja, das Glück, die Gedanken. Dann haben wir die Vergangenheit, was ins Schwanken kommt. Ja, ein Riesenthema auf jeden Fall. Ach, wie schön! Ich weiß, ich quatsch wieder hier die ganze Zeit zwischendurch und ihr wisst gar nicht, um was es hier geht. Okay, eine zur Klärung hätte ich aber trotzdem noch gerne.
Vielleicht, dass wir hier noch irgendwas, ein bisschen mehr Details rausbekommen. Hätte ich gerne noch. Welche nehme ich denn? Welche nehme ich denn? Welche nehme ich? Welche nehme ich? Wow. Wow. So. Jetzt schauen wir noch was zur Klärung aus dem Tarot. Ich habe zu kleine Hände, aber ich liebe diese Karten, diese großen Karten. Warum? Ja, genau, ich habe zu kleine Hände, aber ich liebe diese Karten. Das ist eine tolle Aussage, die ich jetzt hier getroffen habe. Nein, weil ich mir sehr schwer tue mit dem Mischen. Aber ich ziehe ja eh immer die Karten, weil ich bin immer vom Ziehen absolut überzeugt. Mal schauen, was dein Gegenüber dir sagen möchte. Vor allem, was ist hier emotional bei ihm los? Dann hätte ich gern noch eine Tendenz. Eine Tendenz. Ach, schaut mal bitte. Wow. So. Okay. Die kommen zur Seite, die legen wir nach unten. Also, let's go, ihr Lieben. Was dein Gegenüber dir sagen möchte? Dein Gegenüber ist im Rückzug. Ich meine, das weißt du selbst, das wird er dir nicht sagen. Er ist im Rückzug. Dein Gegenüber ist im Rückzug. Und zwar ist er nämlich sehr unsicher. Er ist sehr unsicher, weil er hat nämlich hier ein bisschen Probleme. Und zwar bei dem einen oder anderen sehe ich hier auch, dass er vielleicht ein bisschen in einem Konflikt auch selbst ist, dass er sich vielleicht beruflich gerade im Ausland befindet oder ein Angebot bekommen hat, beruflich hier im Ausland tätig zu sein. Und das ist das, was ihn ziemlich viel Angst nämlich auch bereitet, weil er möchte die Veränderung, er möchte die Veränderung, er möchte einen Neubeginn, er möchte hier was in Bewegung bringen. Und weiß aber nicht so ganz so recht, wie er sich entscheiden soll, was er tun soll. Und da ist wirklich das, bei dem einen oder anderen sehe ich hier das Thema, dass hier einfach eine Entfernung auch ein Thema ist. Muss nicht wegen der Arbeit sein, aber einfach im Allgemeinen die Entfernung. Und dann haben wir noch eine Kombination, dass dein Gegenüber jetzt auch vielleicht noch gebunden ist, damit noch nicht ganz abgeschlossen hat. Dein Gegenüber ist sich, wie gesagt, sehr unsicher, vor allem auch was dich betrifft. Weil er selbst nämlich dieses Selbstbewusstsein nicht so ganz hat. Nach außen hin, ja, toll, er ist der Macher, er hat alles voll im Griff, er ist absolut spitzenmäßig, voll die Kontrolle. Ja, nee, hat er nämlich gar nicht. Oder sie, ne? Ihr wisst ja, Kollektiv. Dein Gegenüber vertraut sich nämlich selbst teilweise nicht so ganz. Vielleicht im Beruf ja, ne? Beruf oder alles andere schon. Aber hier gerade in dem Bereich, was Liebe betrifft, was das Zwischenmenschliche, was Beziehungen betrifft, da ist dein Gegenüber sehr, sehr unsicher. Und das möchte er dir sagen. Das ist seine Unsicherheit, zu der er nicht stehen möchte, was er dir nicht unbedingt auch richtig zeigen möchte, wie unsicher er ist. Weil er in einem Konflikt mit sich selbst ist und auch sich schwer tut, hier auch mal seinen Mund aufzumachen. Weil er hat hier wirklich schon ziemliche Schwierigkeiten mit sich selbst, weil er nicht so ganz mit sich selbst auch zurechtkommt. Und das hat mit seinem Selbstbewusstsein zu tun, mit seinem Selbstwert gegenüber dem anderen Geschlecht. Also sprich dir, sprich gegenüber. Vielleicht der aktuellen Partnerin oder einer Ex-Beziehung. Da ist nämlich ein bisschen was bei deinem Gegenüber nicht so ganz aufgearbeitet. Aber du bist in seiner Haupt- oder in ihrer Hauptenergie. Und das ist seine große Last, die dein Gegenüber auch hat. Nicht, dass du in seiner Hauptenergie bist. Nein, die große Last ist das. Bei dem einen oder anderen der andere Partner. Oder eben auch hier beruflich, weil hier ist so ziemlich viel, wird auch teilweise nicht so ganz fair, ehrlich mit ihm umgegangen, weil ich so ziemlich das Ausnutzen, die Gutmütigkeit auszunutzen hier habe. Oder auch diese Entscheidung hier zu treffen, soll ich ins Ausland gehen oder nicht, weil im Grunde genommen möchte dein Gegenüber nämlich in seinem Inneren nicht. Und ist hier in einem Riesenkonflikt mit sich selbst. Dein Gegenüber möchte dir aber hier was sagen.
dass er oder sie jetzt hier in den Rückzug gegangen ist, hat seinen Grund. Den Grund, weil er dich nicht mit dem Ganzen so extrem belasten möchte. Und aber auch dieses, wie gesagt, er traut sich nicht, oder sie traut sich nicht so ganz, dir das wirklich alles komplett auch zu zeigen, was hier wirklich los ist und seine, diese Schwächen auch. Na, er will so der Starke dir gegenüber sein, das alles im Griff haben und dir das auch zeigen. Aber dieser Rückzug heißt, dein Gegenüber will das hier komplett alles geklärt haben, weil er wird nämlich richtig Anlauf nehmen. Und dieser Rückzug in deine Richtung ist hier wirklich ein krasser Anlauf, ein krasser Anlauf und zwar in deine Richtung. In deine Richtung für eine feste Beziehung mit dir. Er will das alles hier klären, möchte das geregelt haben, möchte sich mit damit dich damit nicht belasten, möchte dich raushalten, weil er dich schützen will. Weil er eigentlich das Gefühl hat, du bist schon viel zu tief damit involviert und das belastet dich vielleicht auch. Und er spürt die Unsicherheit, die du auch in seine Richtung hast. Spürt er ganz stark, oder sie. Hier heißt es, dein Gegenüber will wirklich Anlauf nehmen, will komplett in die Aktion nehmen. Und da kann es schon etwas stürmisch hier auch vorangehen, weil hier dein Gegenüber will den Anlauf nehmen für eine feste Beziehung mit dir. Also nicht nur so was Larifari-mäßiges, ne? So was Schwammiges, ja und nein, vielleicht, kreuze bitte an, ne? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, kreuze bitte an. Nein, sowas haben wir nicht. Dein Gegenüber weiß ganz genau, du bist es. Du bist es für ihn oder für sie. Er will hier, er spürt so viel für dich in deine Richtung. Und der Rückzug tut ihm auch weh. Er will das hier, wenn hier noch eine Konkurrentin oder ein Konkurrent mit im Spiel ist, das beenden. Und ist dann gerade so dabei, einen Plan zu erstellen, wie er das am geschicktesten macht, was ihm sehr schwer fällt. Wenn dein Gegenüber in keiner anderen Beziehung ist, kann es ja auch den beruflichen Aspekt betreffen. Und dieses Problem, dein Gegenüber will komplett mit der Vergangenheit, mit allem auflösen, das wirklich aufarbeiten, will hier einen Neubeginn machen. Will hier dann auch, ist das so am Überlegen, eine neue Stelle oder ein neues Projekt zu machen, irgendwas Neues, was anderes, weil diese Entfernung ist auch das, was ihn oder sie belastet. Und da möchte er raus, er möchte Lösungen finden und hier haben wir komplett die Wende zum Guten, hier wendet sich was in deine Richtung. Und das ist das, was dein Gegenüber dir sagen möchte. Weil die Wende dazu, in diese Richtung, mit dir eine feste Beziehung einzugehen. Und bitte, ihr Lieben, wir haben es ja nicht mal, dass es nur weit auseinander liegt. Wir haben diese Kombination ja sogar noch hier zusammenliegen. Na? Absolut die Liebe, diese Tiefe, die Wunscherfüllung. Dein Gegenüber weiß, dass du zu seiner Wunscherfüllung bist. Du bist sein Wunsch. Sein größter Wunsch, weil er weiß, mit dir kann hier was Festes entstehen, was Beständiges auch. Und dein Gegenüber will dir nicht wehtun. Deswegen will er dich hier auch überhaupt nicht da komplett in die Tiefe mit reinziehen, damit belasten. Und dein Gegenüber wird dir das auch sagen. Er denkt nämlich auch drüber nach. Er will dir sagen, hier, jetzt will ich diese Kombination nehmen, dass du zu seinem größten Glück bist, dass er mit dir glücklich ist. Er will mit dir glücklich werden, er oder sie. Das auf jeden Fall. Und hier haben wir auch wir haben den Neubeginn. Wir haben die Bewegung. Hier kommt auf jeden Fall was in Bewegung zum Positiven in deine Richtung. Und auch hier, das ist ein Wachstum. Wer möchte den Wachstum mit dir? Und bei dem einen oder anderen auch hier den Nachwuchs. Das wird mir auch angezeigt. Na? Also nicht bei ihm, es ist nur eine Tendenz jetzt hier. Die Gedanken sind nämlich sehr stark. Die Sehnsucht auch, die Gedanken, die Treffen, die Gespräche mit dir, die Nähe, die Umarmung, die Berührung. Einfach nur neben dir sein, neben dir liegen, neben dir sitzen, einfach nur deine Nähe zu spüren. Das ist das. Da sehnt sich dein Gegenüber danach. Wenn wir jetzt hier reingehen, aktuell, wie es ihm bei ihm aussieht, bei deinem Gegenüber, wenn ich jetzt mal die da wegstecke, die legen wir mal hier hin. Wenn ich jetzt da reinschaue bei deinem Gegenüber, die hatten wir zuerst. Wie es ihm nämlich aktuell geht in seiner Situation, dann haben wir 10 der Schwerter. Und da
ist so für ihn, er will mit allem hier den Schlussstrich ziehen, was ich euch hier auch schon gesagt habe. Den Schlussstrich ziehen, dieses Kapitel will er beenden. Weil er sieht sich eigentlich bei dem einen oder anderen als Opfer, dass er hier viel zu viel mit sich machen lassen hat, gefolgt ist den anderen, die an ihm gezogen haben, die das wollten und das hast du zu machen und das und das und das. So sieht sich dein Gegenüber. Er sieht sich eigentlich schon verraten als Opfer. Und dein Gegenüber will hier raus. Der möchte hier wirklich diese für sich selbst hier wieder erholen und dich da eben das Ganze hier nicht mit reinziehen. Hier haben wir auch noch liegen, wenn, wie ich es vorhin gesagt habe, dein Gegenüber in einer anderen Beziehung ist oder eine andere Frau gerade mal so ein Ausrutscher hier ist, ne? Das ist das hier nämlich auch, das ist der Abbruch. Der Abbruch der Beziehung. Es wird auch ein plötzliches Ende geben. Nicht mit dir, sondern hier mit der anderen Person. Der Schlussstrich hier auch beruflich, dass hier ein Neubeginn ist, eine Veränderung wird es ja auf jeden Fall geben. Na? Wenn die Entfernung, dass hier vielleicht auch ein Umzug ist, also dass hier von dieser Seite auch was in Bewegung kommt. Also hier, dein Gegenüber, wird ein altes Kapitel auch beenden. Dann haben wir den Ritter der Münzen. Ritter der Münzen, dein Gegenüber möchte nämlich hier, der wird in diese Bodenständigkeit gehen und das ist auch der Umschwung, der Neubeginn und diese Bodenständigkeit und er wird hier raus, er hat immer so keine Lust gehabt, er war so resistent eigentlich auf eine Veränderung, das bleibt alles so und Veränderung ist so pff, resistent auf jeden Fall gegen eine Veränderung oder auf eine Veränderung. Aber das wird hier auch abgelegt, weil dein Gegenüber ist es schon ein bisschen, ja. So ein kleiner Sturkopf, so ein kleines stures Eselchen und kommt aber hier wirklich raus aus dem Ganzen und wird aber hier seine Sturheit schon nehmen, stur, dass er straight diesen Weg geht auf diese Veränderung, hier auf dieses Ende mit einer Konkurrentin, mit einem Konkurrenten und das möchte dein Gegenüber tun. Raus aus dem Rückzug in deine Richtung, auf dich zugehen. Dein Gegenüber möchte dir nämlich auch zeigen, die Treue auch zeigen. Treu, dass du ihm vertrauen kannst, dass er diesen Weg auch geht, dass es nicht nur leere Worte sind oder waren, sondern hier, du kannst ihm vertrauen. Und wie gesagt, diese Bodenständigkeit. Und von dieser Besessenheit, dass das alles so bleiben muss, wie es mal war, wird dein Gegenüber nämlich auch rausgehen. Also hier haben wir schon eine Veränderung liegen. Dein Gegenüber wird nämlich hier auch in die Verantwortung gehen und seinen Traum, seine Wünsche sich verwirklichen, in die Wunscherfüllung gehen. Und hier ist die Wunscherfüllung und das ist die Wunscherfüllung, eine feste Beziehung mit dir zu gehen, eine beständige feste Beziehung mit dir. Und hier ist wirklich, da wird er in diese Verantwortung auch gehen. Und das verwirklichen. Er will sich seine Wünsche verwirklichen, ist aber noch ein bisschen unsicher, ob du überhaupt noch willst. Aber er möchte hier Struktur reinbekommen. Und das wird er auch. Und er wird sich da auch selbst unter Kontrolle auch bekommen, dass er hier auch nicht mehr umschwankt oder in diesen Bereich reinkommt. Ja, links oder rechts, was mache ich? Nein. Hier kommt Struktur rein. Das möchte dein Gegenüber dir sagen. Dann haben wir dein Gegenüber, sieht dich nämlich auch, möchte dir auch zeigen. Seht ihr das richtig oder blendet das? Das seht ihr. Dein Gegenüber möchte nämlich auch zeigen, ja, dass er auch ein Teil, ein Stück auch Romantik in sich hat. Und aber auch eifersüchtig ist. Eifersüchtig auch, dass du dich vielleicht hier umorientierst, weil da eben die Unsicherheit sehr stark ist. Und das spürt er auch bei dir. Irgendwas ist da. Auch wenn du nichts gesagt hast oder er spürt es energetisch, ne, dass es kurz davor ist, dass er dich nämlich auch hier komplett verliert. Und weil dein Gegenüber spürt aber auch bei dir diese große Verliebtheit, also diese Liebe. Wie auch er es hat. Und das wird er nämlich jetzt oder sie zulassen.
Und hier ist auch wirklich schon dein Gegenüber, weiß auch, dass du mehr Pläne, größere Pläne hattest, was eine feste Beziehung betrifft, mehr als du, er. Und das ist das, was dein Gegenüber gemerkt hat und wo er nämlich auch immer in den Rückzug gegangen ist, weil bei dir du wolltest mehr, er aber nicht, weil er hier aus seinem Trott hier nicht raus wollte, wie gesagt, resistent war auf Veränderung, ne? Und da so immer in diesen Konflikt da reingeraten ist. Und jetzt ist dieses Anpassen auch in deine Richtung, weil er jetzt auch sieht, dass er genau dasselbe möchte wie du. Und so, dann haben wir noch. Dein Gegenüber liebt deine Herzlichkeit. Er fühlt sich wohl bei dir. Und er weiß auch und hofft auch immer noch, dass du dich bei ihm wohlfühlst. Er möchte mit dir in die Erfüllung gehen, weil er gemerkt hat, dass du bei ihm die Sehnsucht nach der Erfüllung hattest. Und zufrieden, du hast dich zufrieden gegeben mit dem, was du bekommen hast von deinem Gegenüber. Und dein Gegenüber sehe ich aber auch hier dieses Bedauern, dass er, was er eigentlich getan hat, und dass er dich immer so ein bisschen auf Hold gestellt hat, immer wieder der Rückzug. Und dein Gegenüber ist aber schon auch, ja, du hast dich, wie gesagt, zufrieden gegeben mit allem. Aber und diese Dankbarkeit, auch wenn er dir Zeit gegeben, geschenkt hat. Dein Gegenüber sieht aber hier auch, wie gesagt, deine Herzlichkeit und möchte dir das auch entgegenbringen. Und hofft, dass du dich immer noch wohlfühlst bei ihm oder bei ihr. So, jetzt haben wir noch was. Also, wir haben jetzt hier deinen Wunschpartner, deinen Herzensmenschen. Ist ja auch dieses, du wirst hier was Überraschendes, was habe ich euch hier gesagt mit der Nachricht, ne? Dieses Überraschende, hier ist eine erfreuliche Entwicklung und da möchte dein Gegenüber dir das auch mitteilen und das wird auch die Kommunikation wird auch stattfinden. Das wirst du entweder, der ein oder andere kann es nur schreiben, weil er sich das nicht sagen traut oder vielleicht über eine Voice Message, dass es vielleicht persönlich nicht so ganz traut, das zu machen, weil er ein bisschen Schiss hat, von denen eine Zurückweisung hier einen Korb zu bekommen. Aber hier ist auf jeden Fall eine glückliche Wende, wie wir hier auch sehen, ne? Die glückliche Wende, die Wende zum Guten haben wir hier nochmal. Und hier ist auch so dieses Überraschende. Also es wird dich überraschen und es kann auch ganz, ganz schnell gehen. Also der Rückzug, den dein Gegenüber hier hat, heißt das, der Rückzug, weil er hier geballt Anlauf nimmt. Und das wird überraschend für dich sein. Also auf jeden Fall für dich möchte dein Gegenüber dich überraschen. Und da wird es eine erfreuliche Entwicklung hier von eurer Verbindung, von eurer Beziehung mit mir angezeigt. Also finde ich mal interessant und finde ich sehr, sehr spannend, das Ganze. So, jetzt haben wir natürlich auch noch eine Tendenz hier liegen. Wenn ich mein Gesamtbild hier richtig gelegt habe. Ja. Nee, die machen wir zum Schluss. Dann hatten wir die. Die hatten wir, glaube ich, zuerst. Nee, die war's. Ich weiß es nicht mehr, ist jetzt auch egal. Wir haben schon das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals ist ja aber auch, die Zeit ist reif, wenn wir von der Tendenz ausgehen. Die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif für eine Veränderung und die wird es auch geben. Es gibt keine Zufälle. Es kommt alles im richtigen Moment. Ihr habt eine karmische Verbindung und diese karmischen Verstrickungen, die ihr auch hier miteinander hattet oder ein Stück weit noch habt, die werden nämlich jetzt hier auch gelöst. Denn die Zeit ist reif. Die Probleme, die ihr zwischen oder die dein Gegenüber auch hat, die werden hier auch aufgelöst, die werden bewältigt. Er oder sie bewältigt diese Probleme. Weil dein Gegenüber nämlich auch hier mit sich in den Einklang kommt und möchte auch mit dir in den Einklang kommen. Dann. Dein Gegenüber aber auch diese, ja, er sieht auch diese Fehler, die er gemacht hat und hofft nicht, dass es jetzt hier eine Enttäuschung. Er will dich nicht mehr enttäuschen. Und er hofft auch nicht, dass er von dir enttäuscht wird, dass du hier komplett sagst, okay, du gehst in den Rückzug, du willst ihn nicht mehr. Dein Gegenüber hat nämlich auch so ein bisschen ein Problem,
zu scheitern. Für ihn ist es jetzt ein schmerzhafter Prozess, den er durchgeht. Und er bittet dich hier auch, was er dir sagen möchte, er bittet dich um Vergebung. Und er wird hier auch in den Aufbruch kommen, in den positiven Aufbruch, positiver Aufbruch in deine Richtung. Hier ist es auch, dein Gegenüber kommt auch hier mehr in die Selbstsicherheit, in die Zuversicht. Und hier gibt es Zuversicht auf eure Beziehung. Von der Tendenz, absolute Zuversicht, eine gesunde Basis für eine glückliche, feste Beziehung zwischen euch. Absolut gute Aussichten. Hier wird es in die Sicherheit gehen. Raus aus der Zurückhaltung, raus aus der Trägheit, raus aus der Ignoranz. Und rein wirklich dieses Vorausschauende. Und in die Selbstsicherheit, in die Sicherheit, in die Zuversicht. Das ist eine, ich finde es eine wunderschöne Tendenz, die wir haben. Und zum grünen Abschluss, zwei letzte Karte, die ich gezogen habe. Also passt absolut perfekt zu dem, was ich euch hier auch schon gelegt habe. Wir haben die Liebenden. Und da braucht man nicht gar nicht wirklich viel zu sagen. Weil hier wird nämlich das Herz hat hier die größte Macht. Und das wird sich hier auch zeigen, weil hier ist die absolute Liebe zwischen euch, die tiefe Liebe, die Treue, eine feste Beziehung, inneren und äußeren Werte, die dein Gegenüber so sehr an dir schätzt. Und hier wird mir gezeigt, dass ihr zueinander steht. Dein Gegenüber möchte zu dir stehen und wünscht sich, dass du zu ihm stehst, weil ihr beide habt eine unwiderstehlich magnetische Anziehung. Und hier werden Herzensentscheidungen getroffen. Die Herzensentscheidung ist, dass dein Gegenüber dir sagen möchte, er möchte hier eine feste Beziehung mit dir. Und raus aus dem Egoismus und mit ganzem Herzen mit dir einen gemeinsamen Weg einschlagen. Wow, also eine wunderschöne Botschaft von deinem Wunschpartner in deiner Richtung. Ja, es ist so, es ist noch nicht ganz so einfach, wie es hier aussieht und da gibt es noch ein paar Turbulenzen, ja, aber das möchte dein Gegenüber dir sagen, was er oder sie möchte, sich wünscht, was seine Wünsche sind. Du bist nämlich sein größter Wunsch und er möchte mit dir in die Wunscherfüllung. Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und ein ganz wunderbares Wochenende. Genießt es. Genießt euer Sein. Schaut immer auf euch. Tschüss.